Ja, hallo meine Lieben, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fit and Food Style bei Linda. Und heute habe ich wieder etwas Schönes zugeschickt bekommen von www.babyartikel.de und zwar ein Dreirad von der Firma Smart Trike, der Glow. Und das ist ein ganz tolles Dreirad. Ich glaube, es ist ein ganz tolles, ich habe es noch nicht ausprobiert. Es ist ein Dreirad 4 in 1. Es gibt auch dieses sogenannte Touch Steering, eine Steuerungsart. Die ist hier vorne angebracht. Was das genau ist, werden wir uns nachher mal im Detail anschauen. Was ich auch ganz praktisch finde, hier befindet sich noch ein Rucksack und drunter noch so eine Art Schubkarre hinten dran oder so eine Art Box. Da kann man noch mal was reinlegen, wenn man unterwegs ist, statt Kinderwagen mal das Dreirädchen nehmen zum Einkaufen oder mal ein bisschen spazieren gehen. Ja, wir bauen uns jetzt mal ganz schnell auf und dann zeige ich euch mal die einzelnen Möglichkeiten. Ja, ihr Süßen, das ist die Bedienungsanleitung. Finde ich schon mal sehr gut, dass das bildlich erklärt ist. Und jetzt liegen hier gefühlt 5000 Einzelteile. Ich hatte schon ein bisschen Angst, aber es macht mir wieder ein bisschen Hoffnung, denn ich habe hier nur einen Imbusschlüssel und so zwei kleine, ja, so Muttern, ne, oder so Ringe. Das war's. Jetzt bin ich mal wirklich sehr gespannt. Ja, ihr Lieben, wenn ihr noch einen Dreipunktgurt braucht, also diese Polsterung noch benötigt bei diesem Dreirad, weil das Kind noch klein ist, so wie bei uns das auch der Fall ist, der Noah ist ja erst 2 Jahre alt, dann müsst ihr bei der Gebrauchsanweisung sehr gut aufpassen, denn wir mussten nämlich gerade schon diese Schale hier abmachen, mit dieser Schraube nochmal lösen, denn vorher muss man auf jeden Fall dieses Teil unten mit in das Loch befestigen. Ja, jetzt kommen wir zu eines meiner Lieblingsthemen, nämlich der Sonnenschutz. Und das ist für mich immer besonders wichtig. Und das finde ich toll, dass hier so ein großzügiges Sonnensegel ist. Und das wird ganz einfach hier anmontiert. Die beiden Druckpunkte feste andrücken und dann rein. Und man kann das sogar auch je nach Sonneneinstrahlung auch noch ein bisschen variieren. Nach oben klappen, nach unten klappen. Hier drunter ist ein Griff, da kann ich dran feste ziehen, da muss ich wirklich echt Kraft aufwenden. Denn wenn das Kind müde ist, dann kann ich hier einfach so diese Standfüße aufbauen und dann braucht das nicht mehr strampeln, wenn man unterwegs ist und ein bisschen müde. Ja, ihr Lieben, es ist vollbracht, das Dreirädchen von Smart Trike, der kleine Mann, der sitzt schon glücklich drin. Ich finde es sehr schön, es ist leicht zu lenken, wenn man jetzt keinen Kinderwagen benutzen möchte und einfach mal easy in die Stadt gehen oder ein bisschen spazieren will oder zum Spielplatz rüberlaufen möchte oder morgens das Kind zum Kindergarten bringen will. Einfach hier drin, Sonnenverdeck kann man auch schon verstellen. Praktisch ist auch hier diese Tasche, da kann man einfach mal ein paar Euros rein tun, ein Portemonnaie oder das Handy. Und hier hat man sogar noch genügend Platz für Einkäufe. Und drunter ist sogar noch eine Box. Da kann man auch ein bisschen Spielzeug verstauen. Hat eine sehr schöne Gummibereifung, das Ganze. Und einzige Manko ist natürlich die Gebrauchsanweisung. Die könnte ein bisschen besser, detaillierter beschrieben sein. Denn ich meine, ich bin ja schon recht versiert und habe schon so einiges aufgebaut. Aber das war ja schon ein bisschen tricky. Aber wir haben es hingekriegt. Das Ergebnis ist wunderschön. Und man braucht vielleicht auch eine zweite Person. Weil an der einen oder anderen Stelle muss man ein bisschen mehr Kraft aufwenden und dafür hat es dir gerade nicht gereicht. Ja, vielen Dank babyartikel.de und vielen Dank an Smart Trike. Wir sind jetzt glücklich und werden unseren Spaziergang zum nächsten Spielplatz antreten. Bis bald. Tschüss.